Internationalisation. And exchange experiences. Netzwerk. L'interdisziplinarité. Forschergeist. Spass. Und Kaffeepause. Yeah, so this is my home. So strange, when I went back home for holidays, I missed home away from home. Oh my gosh, I can't say it. La communauté intellectuelle, c'est le fait de pouvoir échanger avec des chercheurs qui sont dans des disciplines complètement différentes et parfois de manière très spontanée. It's really important to bring all these different knowledges and experiences together and not just come from academia and say like, we create knowledge, but knowledge is everywhere. Like kind of my title that I'm doing, like transdisciplinary research about art and climate science. And then everyone was like, yeah, but what is that? Warum bin ich Geisteswissenschaftler und nicht Rockstar? Also auf die Frage, was ich mache hier, ich forsche Schweizer Gameskultur bis vor dem Internetzeitalter. In unserem aufgebauten Game Lab haben wir natürlich Möglichkeiten, mit all diesen Maschinen zu arbeiten und zu spielen. Also in meinem Studiengang da kommen Musik, Tanz, Theater und Kunst zusammen. Für mich ist es total wichtig, dass universitäre Forschung eben nicht nur in der Universität bleibt, sondern dass sie auch rausgeht an die Öffentlichkeit. Darum arbeite ich auch am Radio SRF 2 Kultur. Ich habe auch einen Dokumentarfilm gemacht zusammen mit einer Kollegin. Das Schöne ist, dass WWK mich auch unterstützt in solchen Projekten, die jetzt nicht nur an der Uni quasi stattfinden, dass man weiss, was wir hier am WWK machen. Je suis formée comme anthropologue, mais après, à travers ma recherche, je me suis spécialisée dans les recherches en danse. La recherche demande beaucoup de discipline et de rigueur, et le VB Collègue me donne ce cadre-là. Das ist einfach ein sehr flexibler Raum und das eigentlich ein Luxus. So viel tageslich haben wir auch. Das Kolleg anbietet diese interdisziplinäre Perspektive, wo man nicht alleine ist. Es gibt auch viele interessante Diskussionen, manchmal auch ein bisschen eskaliert, aber das gehört dazu. It's also interesting because we have several PhD programs here. People from different disciplines can be met. We have discussions and then there are reading courses. There's a lot of interaction with other disciplines happening. Interdisciplinarity is the crux of Webeka's reputation.